Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr dieses Männchen bastelt. Dafür braucht ihr eine große Kastanie als Körper, eine kleine Kastanie als Kopf, zwei Eichelhüte als Füße, zwei Feuerdornbeeren als Hände und eine Umhüllung von den Haselnüssen als Hut. Zuerst nehme ich den Körper und die zwei Eichelhüte und tue die dann zusammen mit der Heißklebepistole festleihen. Dafür gucke ich als erstes, wie ich das haben möchte. Ich werde das so festkleben. Dafür nehme ich jetzt den Heißkleber und mache auf beide Eichelhüte einen Klecks Heißkleber. Und nun setze ich die Kastanie drauf. Halte fest, bis es fest ist. So, nun hält's. Als nächstes werde ich die Umhüllung von den Haselnüssen auseinanderschneiden mit einem Cutter. So, dann gucke ich, wie ich den Kopf in den Hut reinhaben möchte. Ich werde es so machen. Nun tue ich Heißkleber in den Hut, damit ich es dann an dem Kopf festkleben kann. So, nun drauf. So, das hält jetzt. Nun muss ich noch den Kopf auf den Körper tun. Das mache ich so. Dafür mache ich einen Klecks Heißkleber auf den Körper. Und tue den Kopf drauf. So. Zuletzt kommen noch die zwei Feuerdornbeeren, jeweils rechts und links, als Hände dran. Die erste. Und noch die zweite. Und fertig ist das Männchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.